Leute erstmal Google aufrufen und dort dann die Seite eingeben, die sie eigentlich aufrufen wollen. So. Und ich sage jetzt einfach mal voraus, dass diese Zeile, wo man eigentlich ursprünglich mal früher so die Seite eingibt, einfach mal verschwinden wird und nur noch Google aufgerufen wird, wenn man jetzt Seiten eingeben möchte. Das Interessante wird, was passiert, wenn Google mal ausfällt? Okay, hast du es nur Leuten zu tun, die zu doof sind, den Browser-Cache zu löschen? Nein, es geht, ist noch viel schlimmer. Also die geben nur noch alles nur noch in Google ein. Also wenn du sagst, ja, ruf mal Wikipedia ein, dann rufen das mal Google auf, geben dann ihr Suchfeld von Google Wikipedia ein und dann erst dann können sie überhaupt Wikipedia aufrufen. Naja. Gut. Und die Frage ist jetzt, was machen die Leute eigentlich, wenn Google jetzt mal ausfällt? Ich weiß nicht, ob das immer ausfällt. Nein, da werden 9 Monate später mehr Kinder geboren, wie immer. Ja. Das ist echt noch was. Also vielen Dank für den Gedankensprung oder so ähnlich. Aber das haben wir ja jetzt immer schon, wenn mal irgendwo das Licht ausfällt, dann sind die 9 Monate später die Krankenhäuser voll. Wir warten auf den Tag, wo das Internet das erste Mal großflächig ausfällt und gucken dann genau hin, was in 9 Monaten passiert. Das können wir tatsächlich gerade machen, weil durch den Erdbeben bei Taiwan ist halb China und praktisch ganz Taiwan vom Internet weg gewesen für 4-5 Tage. Jetzt gerade. Genau, kleine Notiz machen, genau. Wiedervorlage in 9 Monaten. Genau. Okay, aber Taiwan könnte man benutzen, ja. Ja, die Ein-Kind-Familie in China ist problematisch, da mag sein. Ja, okay. Kann die Statistik versauen. Ja. Okay. Island war auch ohne Internet? Ja. Okay, können wir nachgucken. Okay, aufschreiben fürs nächste Jahr. Was haben wir noch? Schauprozesse gegen Hacker. Tja, ich weiß nicht. Fanden wir nicht schon. Ja, Trojaner-Autoren wurden schon gekreuzigt, stimmt, ja. Ja, die Tor-Exit-Notes, ich weiß nicht, also ich glaube, wenn Tor ausfällt, wird es nicht noch mehr Kinder geben. So weit sind wir noch nicht mit Tor. Oh ja, richtig, natürlich, die haben wir vergessen. Nee, die hatten wir letztes Jahr oder vorletztes Jahr. Und weil wir das immer schon mit den Mautsystemen angesagt haben. Das ist das, also ist die Antwort auf die Gesundheitskarte kommt nächstes Jahr, ist die Antwort, das ist das, was du glaubst. Also wir können vielleicht die Vorhersage machen, es kommt so vielleicht erst die Gesundheitskarte und dann kommt ein neuer digitaler Polizeifunk. Und kurz... Und kurz danach wird es dann sowas wie Beamen und Laserschwerter und so geben. Ja, genau. Ja, naja gut, ich meine, ab Ende nächsten Jahres werden dann noch die neuen Reisepässe mit Fingerabdruck eingeführt. Das wird vermutlich noch nicht bis zum nächsten Kongress reichen. Vermute ich mal, weiß ich nicht genau. Mal gucken. Vielleicht sind wir schnell. Mal gucken. Ja. Na gut, wenn ihr auch nichts habt. Ja, dann... Ja, hatten wir doch. Was war das? Links? EC-Karte und? Oh ja, stimmt. Die werden jetzt alle gechippt, ne? Ja. Zigarettenautomaten. Na, du kriegst ja nur noch Zigaretten... Oh, okay. Okay. Ja, also an die Raucher, ihr habt dann irgendwie ein Jahr Zeit, um Erfahrung zu sammeln. Raucht nicht so viel. Genau, raucht nicht so viel, beschäftigt euch mehr mit den Automaten. Und den Ausweisdokumenten, die ihr dafür braucht. Gut, ja dann machen wir mal noch die Hinweise für 2007. Neben den Vorhersagen nochmal die Hinweise für ein sichereres Leben. Hallo? Ja? Ich wollte die ganze Zeit noch was sagen, aber das Mikro kam irgendwie nicht. Ja, okay. Also, ich wollte nur noch erstens zu den Tornouts sagen, da werden wahrscheinlich V-Server langsam richtig modern, die kann man nicht so gut einpacken als Polizei. Auffinden ist schwierig, es kommt drauf an, es gibt diesen tollen Migrate-Command, dann geht die V-Server-Jagd los. Mhm. Wer ist schneller?
genau, wo war sie denn, meine Exit-Note? Klick, sie war da. Nein, klick, jetzt ist sie da. Nein, klick, jetzt ist sie da. Welches? Ja, also die meisten Virtualisierungslösungen unterstützen halt Migration, dann kann man ihn auf einen anderen Server schicken. Genau, zum Teil im laufenden Betrieb. Mhm. Okay, danke. Mhm. Gut, die Hinweise für 2007. Ich hatte noch was zu Spam, und zwar der lustige Advisory-Spam auf Full Disclosure wird wahrscheinlich noch ein bisschen zunehmen. Hm. Denke ich, dass irgendwelche bogus Advisories kommen und die Leute dann irgendwie alle hinterher rennen. Naja. Ja, Denial-of-Service-Attacken auf die Security-Community, richtig, ja. Auf die Bandbreite. Ja, 2007, Akku raus, ne? Hallo? Ja? Hallo, ich habe da auch noch was für den Hinterkopf, aber das wird nächstes Jahr wahrscheinlich noch nicht akut, aber in der industriellen Bereich, also sprich Industrieautomation, also quasi die Sachen, die so die Schweißroboter kontrollieren. Blinkenlights mit Robotern? Ja. Da musst du aber zusehen, dass da eine Digitalkamera in der Nähe ist, ne? Ja, pass auf, es gibt Folgendes. In der Industrie gibt es gerade den Trend, die haben jetzt das auch erkannt, ach guck mal, da gibt es ja dieses Ethernet, das ist ja ganz schön günstig, die Hardware dafür und billig und Massenproduktion. Das wird jetzt ins Feld geholt. Das heißt, die Industrieroboter haben untereinander Ethernet-Verbindungen. So, das ist Punkt 1. Punkt 2 ist, dass die sich jetzt schon überlegt haben, cool, da gibt es ja diese andere Technologie mit so drahtlos... Und wenn sich das dann mal in ein paar Jahren vielleicht flächenübergreifend durchgesetzt hat, dann könnt ihr euch abends auf dem Parkplatz stellen vor so ein Opel-Werk und mal ein eigenes Modell über Nacht bauen. Völlig neue Möglichkeiten für die Fahrzeugkustomisierung, ne? Aber das ist das Gleiche wie mit Zigbee, das wird noch ein bisschen dauern, aber das wird interessant. Also es gibt dann das S-Klasse-Modell, Sonderausstattung, irgendwie CCC oder Tigerente, richtig? Sowas hatte ich im Kopf, ja. Sehr schön, wirklich. Ich sag mal so, es gab da immer so einen korpulenten Herrn, der so einen Megacar verkaufen wollte. Vielleicht machen wir das dann neu. Gut. Naja, man muss dazu sagen, auf der Industriemesse hat auch Cisco einen ganz großen Stand gehabt und die war ja nicht so gut dabei. Okay, wir müssen jetzt mal langsam Schluss machen, sonst kommen wir ein bisschen zu sehr in die Bedrohung mit der Zeit. Genau, also der Hinweis für 2007 bei wichtigen Besprechungen ist, der Akku aus dem Handy zu entfernen. Das haben wir gelernt in den letzten Tagen, klare Sache. Und gelegentlich der Akku zu röntgen, ob er mehr enthält, als er sollte. Ja, wie überhaupt alle anderen Dinger, die mehr enthalten können, als sie sollten. Der Akku, der Laptop, der Akku vom Laptop. Die Mini-PCI-Karte in dem Laptop, die USB-Sticks, die MP3-Player, alles eigentlich. Oh, USB-Sticks. Filesystem-Exploits haben wir vergessen. Filesystem-Exploits? Ja. Also die ganzen Filesystem-Parser sind alle im Eimer. Das wird uns 2007 auf den Fuß fallen. Okay. Also seid ein bisschen vorsichtig, wie ihr euren USB-Stick borgt. Beziehungsweise, wessen USB-Stick ihr in euren Computer... Also ungeschützter USB-Stick-Verkehr ist gefährlich. Ja, und von wegen, ne, beim ersten Mal kann mir nichts passieren und so. Also. Genau, es ist auf Wanzen zu untersuchen oder in schalldichte Dosen zu legen. Das ist mit freundlichen Gruß an die Firma Tupperware. Also wenn Sie uns schon einmal haben hängen lassen, zweites Mal. Ja, in der Folge sind dann wichtige Besprechungen in 2007 sehr viel kürzer. Weil keiner hat mehr Gadgets bei. Der positive Ausblick auf das nächste Jahr. Genau. No. Nur noch Papier und Bleistift. Geräuchter Bleistift. Genau. Ja, und die fangen viel später an, weil man muss alles röntgen und so weiter. Und dann wird es viel kürzer und dann kriegen wir vielleicht mal was geschafft nächstes Jahr. Was?
Naja, ich weiß nicht, hast du schon mal einen Bleistift in eine Mikrowelle getan? Don't try this at home. Ja. Da ist Graphit drin, weißt du. Nochmal mit Schweiß. Ja. Ah. Ja, gut. Also, dann zum Abschluss unser guter neues Ansatz für euch, weil ihr seid ja auch Person of the Year, nicht wahr? Werdet Wahlhelfer, werdet Wahlbeobachter, alles was angemessen ist. Muss sich hier ein bisschen kümmern um die Demokratie in diesem Land. Ja, und dann bleibt uns eigentlich nur noch einen guten Rutsch zu wünschen und bis nächstes Jahr. Tschüss.